Hallo zu Andis Garten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es geht weiter mit der nächsten Kultur, die ausgesät werden muss. Dann nehme ich euch wieder mit. Ausgesät wird heute Kohlrabi, Wirsing, Eichblattsalat und Kohlrabi Superschmelz. Viel Spaß beim Video, lasst ein Like da und ein Abo. So, hier habe ich ja noch meine Wandschälchen. Ja, da habe ich jetzt noch meinen Versuch drin. Der ist aber kläglich gescheitert. Den mache ich jetzt erstmal kurz. Ziehe ich alles so gut wie es geht raus. Das weg. Die Erde mache ich jetzt hier in den Eimer. Die will ich nicht wegwerfen. Die wird jetzt wieder aufgelöst. Wieder hier rein. Die mische ich jetzt ein bisschen mit Frische Erde von meiner Anfangserde. So, jetzt habe ich das Ganze mal gemischt. Das können wir hier, hier sehen. Und jetzt mache ich das in meine Schälchen. So, jetzt habe ich in zwei Schälchen die Erde drin, ne? Und jetzt gehe ich wieder her. Also ich nehme jetzt hier meinen Pinselstiel, mache überall ein Loch rein. So, jetzt habe ich hier das Wandschälchen gemacht. Ja, ganz einfach auf Pappe aufgeklebt. So sehen die aus. Die stecke ich mir jetzt hier rein, dass ich weiß, was das ist. Jetzt nehme ich mir jedes Pflanzloch, mache ich jetzt einen Samen rein. Och, was sind die so klein? So, so sehen die Körnchen aus. Ich hoffe, ihr seht's. Ja. Und jetzt kommen wir in die nächsten Löcher. Da ist eins drin. Keine drin. So, jetzt machen wir das alles schön zu. Jetzt müssen die Samen wachsen. So, das drücke ich jetzt noch mal ein bisschen an. So. Nummer 1 ist fertig. Komplett Kohlrabi. Und jetzt, was machen wir jetzt, Fabi? Mal gucken, was wir noch haben hier. Superschmelz, machen wir 1, 2, 3, 4, haben wir 5 Pflanzen. Hm? Mhm. Hier, jetzt kommt die Sorte dran. Kohlrabi Superschmelz, da mache ich 5 Pflanzen nur. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, bis hierhin. So, jetzt brauchen wir 5 Körnchen. Willst du mal zählen? Eins. Warte, 1. Drei? Fünf. Sind 5 Stück. Geh mal ein Stück zurück, bitte. Das müssen wir jetzt hier hinstellen. So, und jetzt. 1, 2, 4, 5. Und jetzt? Macht der Papa das Saattütchen wieder zu.
Und jetzt? Komm. Und jetzt machen wir das erstmal wieder fest hier. Guck. Dann machen wir den Rest noch mit Kohlrabi. Haben wir hier auch Kohlrabi drin. Und jetzt festdrücken. Jetzt drücken wir es wieder fest. Man muss sich nicht immer Sachen kaufen. Das ist ein alter Keil. Den habe ich jetzt zweckentfremdet und drück einfach das ein bisschen fest. Und zweite Platte fertig. Zack. So sieht die Saat aus. Na, mein Schatz? Das streue ich jetzt einfach erst einmal hier so los drüber. Hey, bei uns in der Werra kann der Aussaat von dem Eichblattsalat noch ein wenig voll sein, weil es sind doch noch ganz schön kahle Nächte unterwegs. Deshalb, das könnte mir nicht gelingen, dass die Aussaat vom Eichblattsalat mir überhaupt aufgeht. Aber wir wohnen ja am Rand des Vogelsberg, von daher warte es mal ab und trinke Tee. Ich jetzt auch wieder ganz klein ein bisschen an. Ganz dünne Schicht drüber. So, neben hinstellen. So. Hier kommt jetzt der Rest. So, hier mein Pflanzschild vom Eichblattsalat. Stecken wir hier neben rein. Jetzt kommt noch der Würschelkram. Der Wissing sieht eigentlich genauso aus wie der Kohlrabi auch. Ist ja eine Kohlsorte vom Sämling her. Ja, das war die Aussaat. Das bringe ich jetzt noch ins Gewächshaus, in den Garten. Und werde es noch angießen und dann nehme ich euch jetzt auch nochmal mit. So, jetzt bin ich zum Garten gefahren und jetzt bringen wir die mal zum Gewächshaus. Der Eichblattsalat. Das schieben wir alles noch mal busy. Drei. Jetzt seht ihr erstmal meine Anzuchtstation. Ne? Hier ist der Wirsing. Eichblattsalat, Wirsing, Kohlrabi. Kohlrabi Superschmelz und noch mehr Kohlrabi. Und hier im Gewächshaus haben wir jetzt 11 Grad, 16, fast 17. Jetzt habe ich die Pflanzen gegossen, jetzt bleiben die hier drin und jetzt geht es weiter zum Schnittlauch raussehen.
haben erstmal ein Werkzeugtool gebaut, um die Saat drin besser ziehen zu können. Perfekt. Wenn es aber blöd sei, muss ich immer nur zur Hilfe wissen. So, jetzt kommen Radieschen in die Erde. Wo man was gesteckt hat, dass man weiß, da wächst was. Das mache ich jetzt hier mit so einem kleinen Stöckchen. Dann machen wir es zu. Ja, und zu weiteren Aussaaten sehen wir uns auch. Macht's gut.